Hallo zu einem neuen Video. Ich grüße euch heute. Ich habe heute von der Karin die Erlaubnis bekommen und meinen eigenen Arbeitsplatz hier bei Blumen im Ratskeller. Ich möchte eine Christrose für draußen dekorieren und die nehme ich heute auch mit nach Hause für meinen Eingangsbereich und ich liebe Christrosen. Ich hoffe, heute ist es ein bisschen ruhiger. Gestern war ja innen so viel los. Ich bin heute draußen. Ich muss mich ein bisschen beeilen, denn ich glaube, meine Kamera mag die Kälte nicht. Da ist die Batterie immer sehr schnell alle. Also, ich habe hier so eine schöne Form. Da haben wir nicht mehr viele im Laden. Die kostet 12,95 €, so eine alte Ziegelform. Die hatten wir mal im Sommer. Da haben es schon ganz viele von euch eingekauft. Und ich denke, das könnte super aussehen. Ich habe die schon ein bisschen ausgekleidet. Mit einer Noppenfolie, die ich hinten noch vom Verpacken habe, damit die nicht beschädigt wird. Und da mache ich jetzt erstmal Erde rein. So, noch Platz lassen für die Christrose. Die kommt jetzt. Die Karin hat nämlich ganz tolle Christrosen bekommen. Ich hoffe, man sieht es hier ein bisschen. Ist jetzt ein bisschen schwierig für mich zu filmen, das Ganze. Aber ich denke, man sieht es. Die sind wunderschön von der Blüte her. Und die topfe ich jetzt mal aus und setze die dann da rein. Hoffentlich kriege ich es hin. Komme sogar im Tontopf hier. Gut andrücken, jedenfalls. Ich habe jetzt Sauerei gemacht. Hände können wir ja waschen. Überall schön mit Erde. So, da habe ich hier schönes Moos. Und damit decke ich das jetzt einfach so ein bisschen ab. Nur damit man die Erde nicht mehr sieht. Ja, Christrosen könnt ihr dann auch auspflanzen, ne? Also ich habe schon ganz viele im Garten. Die kommen jetzt wieder richtig schön und blühen natürlich den ganzen Winter durch. Moos brauche ich noch. So, aus Naturmaterialien, damit das den Waldcharakter hat. Gefällt mir schon gut. Dann habe ich hier so bemooste Äste, die nehme ich noch mit rein. Und damit werde ich das noch ein bisschen ausdekorieren. Dann drahte ich das hier noch an. Das wisst ihr, wie es geht. 12er Draht. Einfach hier rein, drum wickeln. Und dann kann man das ganz gut stecken, so dass es nachher auch fest ist. Irgendwo hatte ich eine Schere. Das ist die hier. Dann hält das nämlich auch. So. Schon mal der erste. Und die Karin sagt ja nie einer alleine. Also machen wir das gleich noch mit einem zweiten. Hinsetze. Setzt hier weiter unten. Jetzt dekoriere ich das Ganze noch mit ein bisschen Grün aus. Könnt ihr antraten, müsst ihr nicht. Schild müssen wir auch abmachen dann. Ne? Das mache ich nachher ab. So. Jetzt muss ich es mal rumdrehen. Vielleicht sollte ich euch besser hier hinstellen. Dann seht ihr noch mehr den Dreck. So schaut es jetzt schon mal aus. Hallo. Thank you.
okay, ich muss beim nächsten Mal mein großes Stativ mitnehmen. Das war nichts, was ich dabei hatte heute. So, ich hoffe, man sieht jetzt ein bisschen, wie es ausschaut. Ich gehe mal von der anderen Seite, dann seht ihr das noch ein bisschen besser. Wartet mal, dass ich euch das mal daherstelle. Hier ist nämlich nass noch, die ganze Zeit hat es geregnet. Ich glaube, jetzt sieht man es vielleicht besser. So, ich stelle mir jetzt noch ein Bäumchen dazu hier, die finde ich nämlich auch ganz süß. Und zwar sehen die so aus mit Holzständer. Ich glaube, die sind 1995. Die glitzern so ein bisschen, also ganz süß. Passt eigentlich schön dazu, weil es ja eine Deko ist aus Naturmaterialien. Und ich gehe jetzt mal ran hier. Also einfach nur mit Moos abgedeckt. Hier hatte ich noch ein Stück übrig von dem Grünen. Das habe ich so im Hintergrund, ein paar bemooste Äste mit rein. Die Christrose natürlich. Und hier vorne noch ein bisschen Grün und Spinosa, was ich ja auch total gern habe. Und noch hier Fruchtstand von Eukalyptus. Quatsch. Das ist kein Eukalyptus. Das ist hier raus. Das stand nämlich direkt neben mir. Efeu. Fruchtstand von Efeu. Genau. Zwei Zapfen noch rein und viel mehr braucht ihr gar nicht. Das wird sonst zu viel. Also ich finde es schön. Das werde ich mitnehmen. Mal sehen, was die Karin dazu sagt. Also ich weiß auch noch gar nicht, ob ich das jetzt online stelle. Aber ich finde das schön. Was sagt ihr? Ich mache mal ein Foto davon.